Hallo Welt, ich bin Thomas von Devolution und ich heiße euch heute willkommen zu unserem neuesten Abenteuer, bei dem wir keine Drachen jagen oder drucken, sondern den Flashforge Adventurer 5M Pro testen. Warum sich dieser kleine Racker im schicken schwarzen Gewand einen Platz in unserer Druckerfarm gesichert hat, erkläre ich euch jetzt. Viel Spaß! Bevor wir zu unserem Abenteuer aufbrechen, ein Disclaimer. Der Drucker wurde mir vom Hersteller zur Verfügung gestellt. Alle Meinungen sind aber meine eigenen. Wo beginnt unser Abenteuer? Natürlich mit dem Auspacken der neuen Ausrüstung oder in diesem Fall mit dem Aufstellen des Adventurers. Der Aufbau, den ihr hier im Livestream noch einmal nachverfolgen könnt, war wirklich super einfach. Leider hatte allerdings der Gremlin den Ton in der Mangel. Für den nächsten Livestream versuche ich dann, die Tonprobleme in den Griff zu bekommen. Versprochen. Zum Glück ist das aber unserem Adventurer völlig egal gewesen. Der Aufbau lief problemlos und in nicht einmal 20 Minuten ist der Drucker ausgepackt und startbereit. Auch der erste Start verläuft komplett automatisch, hier müsst ihr nur aufpassen, denn Teil des Erststartprozesses ist dieser kleine Testquader, also Filament zur Hand haben. Oder ihr nehmt einfach das Filament, welches dem Drucker beiliegt. Und hier haben wir auch schon den ersten Schatz, denn dieses PLA-Filament in Burnt Titanium schimmert toll lila-blau. Mit der 250 Gramm-Rolle kommt ihr aber leider nicht sehr weit. Immerhin ist es jedoch mehr, als andere Drucker dazulegen. Also schon mal ganz gut. Auch sonst macht der Drucker eine gute Figur. Ich mag das einfache und schlichte Design ohne Schnörkel, auch wenn die Wände aus Plastik sind. Der Deckel und die Frontscheibe sind ebenfalls aus Plastik, was aber erstmal kein Problem darstellt. Gut finde ich, dass man durch die Frontscheibe genau erkennen kann, was der Drucker gerade macht. Das war bei einigen der hier zuletzt auf dem Kanal getesteten Drucker anders. Der Drucker kommt in voller Rüstung oder besser gesagt komplett eingehaust. Das bedeutet, der Flashforge hat mit Materialien wie PLA, PETG, TPU, ABS oder ASA überhaupt keine Probleme. Und ganz toll, man muss für PLA nicht einmal den Deckel öffnen, denn der Drucker verfügt über ein duales Lüftungssystem. Das heißt, es wird nicht nur Luft aus dem Drucker heraus, sondern bei PLA-Drucken zum Beispiel auch Luft in den Drucker hineingeblasen. Das ist einfach und bringt auch den Vorteil mit sich, dass durch das geschlossene System der Drucker etwas leiser ist. Wie leise genau, das erfahren wir später im Abenteuer, aber zum Beispiel hier. Er ist gerade an. Der Rest der Specs des Druckers ist Standard. 280 Grad am Vollmetal-Hotend, 110 Grad immerhin an Betttemperatur und ein 220 Kubikmillimeter großer Bauraum, also XYZ-Achse. Hier hätte es gerne etwas mehr sein dürfen. Ansonsten bringt der Adventurer gute Ausrüstung mit. Ein PI-Sheet mit doppelter Texturfläche und Haltegriff ist praktisch. Eine LED-Lichtleiste erleuchtet den Innenraum sehr ordentlich. Und das magische Auge, damit meine ich die eingebaute Kamera, läuft sogar in flüssigen 30 Frames pro Sekunde. Also auch erkennbar. Ist der Drucker nun aufgebaut, beginnt das Abenteuer. Auf dem beiliegenden USB-Stick sind einige Testdrucker enthalten, unter anderem natürlich ein Benchy. Außerdem USB-Anschluss an der Frontseite, endlich ein Drucker mit einer guten Platzierung des USB-Anschlusses, hat der 5M Pro noch einen Ethernet-Anschluss an der Rückseite und lässt sich auch per WLAN betreiben. Blöderweise ist der Ausschalter für das Netzteil des Druckers mittig hinten am Gehäuse angebracht, also quasi von euch aus gesehen hier. Da braucht man sehr lange Arme, um da drum zu fassen. Der Adventurer bietet zwar viele Interaktionsmöglichkeiten, aber auf dem Gerät läuft, soweit ich weiß, kein Clipper oder zumindest keines, was vom Netzwerk aus zugänglich ist. Stattdessen muss man für die direkte Übertragung oder das Nutzen der Kamera die Flashforge-eigene Flashprint-Software nutzen. Das ist für jeden, der Prusa-Slicer, Cura oder Orca-Slicer gewohnt ist, ein großer Rückschritt, denn die Flashprint-Slicing-Software ist leider eines der größten Probleme des Druckers. Das fängt schon damit an, dass die Software ein Filamentprofil für PETG liefert und das war's. Es gibt noch nicht mal ein PLA-Profil und das sollte nun wirklich Standard sein. Auch sonst wirkt die Software sehr altbacken, zumindest kann man aber mehrere Flashforge-Drucker damit gleichzeitig steuern. Das ist wiederum cool. Auch die Kamera funktioniert, wie gesagt, nur über die Software. Das macht das schnelle Nachschauen, wie weit der Drucker ist, unnötig kompliziert. Aber halt! Unser Abenteuer ist vielleicht gerade einen schweren Kampf mit dem Slicer-Dämon verwickelt, aber von See aus naht Rettung, in diesem Fall durch den Orca-Slicer.
Rocker. Okay. Dieser bietet ein voreingestelltes, sehr gutes Profil für den Adventurer 5M Pro und auch verschiedene Filamentprofile. Ich habe fast alle Drucke über den Orca Slicer gesliced. Dies hat jedoch zwei Einschränkungen. Einmal sieht man leider nicht mehr die Restzeit auf dem Gerät, sondern nur noch die bereits gedruckte Zeit. Zum anderen muss man den Umweg über den USB-Stick gehen. Über Netzwerk konnte ich keine Dateien direkt an den Drucker senden. Das ging eben nur über diese Flashpoint-Software. Nach dem Slicen und dem Transferieren des Drucks auf den Drucker geht es dann richtig los und der Drucker lässt es uns wissen. Wie viele moderne Drucker singt oder vielmehr piepst der Adventurer uns ein Liedchen. Beim Einschalten, beim Druckstart, beim Druckende. Zum Glück kann man es ausschalten. Der Komponist bei Flashforge sollte vielleicht noch einmal eine Weiterbildung anfangen, denn bei der Melodie beim Starten des Gerätes denke ich immer, der Drucker würde irgendeine Fehlermeldung auswerfen. Das klingt nämlich genauso wie wenn der Prusa Mark IV diesen schönen roten Bildschirm bringt. Jetzt tobt also der Kampf des Adventurers oder einfacher gesagt, der Drucker druckt. Der 5M Pro ist deutlich hörbar, auch durch das geschlossene Gehäuse. Ein leiser Drucker ist er nicht, aber auch nicht so laut, dass es wirklich stört. Ich habe den 5M Pro die letzten Wochen für viele neue Prototypen unseres neuen Dartcases genutzt, direkt hier im Büro. Allerdings auch deswegen, weil dann der Weg zum Drucker, um den USB-Stick neu zu beladen, nicht so weit ist. Dass sich der Drucker nach einer Weile im Leerlauf automatisch abschaltet, ist für die Geräuschkulisse auch nicht zu verachten. Anmachen kann man ihn übrigens dann wieder hier über diesen Startknopf. Das Benchy, welches der Flashforge nicht einmal 20 Minuten gedruckt hat, sieht auf jeden Fall sehr ordentlich aus. Das Filament hilft zwar, ein paar kleine Unsauberheiten zu verstecken, aber alles in allem ist das ein fehlerfrei gedrucktes Benchy. Hier findet man keine Kühlungsprobleme am Bug oder irgendwo unsaubere Linien. Für die nächsten Drucker habe ich auf Sunlo PLA Plus gewechselt und einige unserer Devolution-Produkte gedruckt. Hier kommt es immer auf eine sehr gute Wandgenauigkeit und generelle Maßhaltigkeit an, denn sonst passen die Gehäuseteile nicht zusammen. Hier hat der Adventurer gut gearbeitet, allerdings ist das Gehäuse für den Dart Butler 2.0 ein wenig zu klein geraten. Hier werde ich noch einmal an der Flow-Schraube drehen müssen, denn ich glaube, das ist einfach ein bisschen zu viel Flow gewesen. Dafür druckt der Drucker sehr schnell. Dieser Spitzenpeter, eine Vorrichtung, um bei abgebrochenen E-Dart-Spitzen das Feld besser festhalten zu können, hat nicht einmal anderthalb Stunden gebraucht und ist extrem stabil. Da der Flashforge auch seinen eigenen Slicer mitbringt, wollte ich diesen natürlich auch testen. Das Ergebnis seht ihr hier. Da ist wohl etwas schief gegangen. Denn vor allen Dingen bei der Schrift hier hinten, der Linie, bei der Plakette und der generellen Wandbeschaffenheit gibt es durchaus noch Verbesserungsbedarf. Hier half es auch nicht, dass der Flashprint eben kein vorgefertigtes PLA-Profil mitbringt. Ich habe das PETG-Profil angepasst, die gleiche Datei, genau die gleiche Datei, nochmal über den Orca-Slicer gedruckt und hier sieht das Ergebnis so aus. Das leichte Stringing lässt sich mit besser eingestellten Temperaturen noch verbessern oder mit einem Heißluftföhn ist es aber auch leicht zu entfernen. Ansonsten ist das ein viel, viel besserer Druck. Der letzte Druck, bevor der Abenteurer seine Ausrüstung wechselt, ist dieser kleine Zauberer. Links zu allen hier verwendeten Druckdateien findet ihr natürlich wie üblich in der Videobeschreibung. Hier zeigt sich, dass der Flashforge auch sehr klein ordentlich druckt. 0,1 mm Layerhöhe und komplett ohne Supports schaffen ein sehr gutes Ergebnis. Nun wechselt der Abenteurer seine Ausrüstung oder in unserem Fall die Düse. Das geht beim Adventurer wirklich extrem einfach, da eine 0,6er Düse zusätzlich zu dieser 0,4 mm Düse beiliegt, sollte man das auch nutzen. Zum Wechseln lassen wir den Drucker erst einmal abkühlen. Das ist ungewohnt, da vor allen Dingen früher eher bei einer heißen Düse gewechselt wurde. Der Prusa Mark IIIS lässt grüßen. Nach dem Abkühlen entfernt man die magnetisch gehaltene Druckkopfabdeckung, drückt die beiden roten Klammern und zieht dann den Druckkopf gerade nach unten weg. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass wir kein Filament vorher aus der Düse entfernen, denn das bleibt drin und wird einfach abgeschnitten. Sehr seltsam, aber tatsächlich ist es so. Danach wird das überschüssige Filament wieder nach oben durch den Extruder gezogen und die neue Düse eingesetzt. Abdeckung wieder drauf und fertig. Jetzt nur noch das neue Filament laden
und der Druck mit der neuen Düse kann weitergehen. Womit wir zum zweiten etwas seltsamen System kommen, dem Filamentwechsel. So sieht übrigens der kleine Haufen aus, der da entsteht. Der 5M Pro hat kein System zum Auswerfen vom Filament nach oben. Stattdessen ist der PTFE-Schlauch am oberen Ende des Druckkopfes nur aufgesteckt. Zum Wechseln zieht man ihn einfach den Schlauch nach oben und schneidet das Filament ab. Nun wechselt man auf die neue Rolle, führt das Filament zum Druckkopf, schiebt so lange nach, bis der Extruder das neue Filament greift. Das ist zum Anfang wirklich seltsam, weil man irgendwie immer so abgeschnittene Filamente hier im Extruder stecken hat, aber es funktioniert. Mit der neuen 06er Düse, da gibt es übrigens auch ein gutes Profil beim OrcaSlicer, habe ich noch einiges gedruckt. Zuerst möchte ich euch hier das Druckvolumen des Flashforge Adventurers zeigen. Wie man sieht, ist diese im Vase Mode gedruckte Box fast genauso groß wie die Buildplate. Denkt euch hier einfach noch einen halben Zentimeter auf jeder Seite. Die Größe hatte ich leider nicht exakt erwischt. Und das Muster verhilft der Box zu einer guten Stabilität. Hier zeigt sich auch, dass der Flashforge bis nach oben extrem gut druckt und sehr genau, sind also selbst hier keine Schwingungen zu erkennen. Die Breite einer Wand ist übrigens 0,8 mm. Das bringt natürlich auch nochmal Stabilität. Druckzeit waren hier etwa 3 Stunden. Und wenn ihr auch so eine coole Box haben wollt, ich lade sie euch auf Printables hoch. Ich habe noch einige weitere Drucke mit der 0,6 mm Düse gemacht, die ausnahmslos gut gedruckt wurden. Sei es diese Rig-Büste oder einige der Prototypen für unser neues Dartcase, das in den nächsten Monaten im Shop landen wird. So sieht es übrigens nicht mehr aus. Der Adventurer druckt einfach alles gut, solange es auf die Druckplatte passt. Leider hat sich in der Rüstung unseres Abenteuers ein kleiner Designfehler eingeschlichen und der ist hier oben. Der PTFE-Schlauch vom Druckkopf ragt nämlich etwas zu hoch. Das kann man auch irgendwie nicht gut fixen und scheuert am Deckel, was zu unschönen Kratzern führt. Da der Schlauch nicht weiter aus dem Gehäuse herausgezogen werden kann oder fester an der Zugkette verankert werden kann, bleibt wahrscheinlich noch, den Schlauch etwas zu kürzen. Wenn ihr da irgendwie eine bessere Idee habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Hier zeigt sich aber auch wieder der Vorteil des Plastikdeckels, denn mit etwas Behandlung lassen sich diese oberflächlichen Kratzer wieder wegpolieren. Es wäre trotzdem schön, wenn sich das Problem endgültig lösen ließe. Vor dem Fazit, wie immer, der Aufruf an euch, wenn ihr mehr Abenteuer mit den 3D-Druckern hier auf dem Kanal sehen wollt, abonniert einfach und gebt dem Video einen Daumen hoch. Dann freut sich nicht nur unser Abenteuer, sondern auch ich und der YouTube-Algorithmus. Der Flashforge Adventurer 5M Pro ist ein sehr guter Drucker. Für unter 600 Euro, sogar noch weniger mit dem Code in unserer Videobeschreibung, bekommt ihr einen top ausgestatteten Drucker mit allem, was das Abenteurerherz begehrt, außer einem Mehrfarbdruck. Er hat ein paar seltsame Designentscheidungen wie den Filamentwechsel und die größte Schwachstelle ist sicherlich die veraltete Slicer-Software sowie das fehlende Webinterface bzw. die Möglichkeit, direkt via OrcaSlicer zu connecten. Ansonsten druckt er aber wirklich fröhlich alles, was man ihm über den USB-Stick zuführt. Der Düsenwechsel ist schnell und die Möglichkeit, viele verschiedene Materialien dank des geschlossenen Systems und der 280 Grad heißen Düse zu drucken, ist vorbildlich. Wenn er jetzt doch nur noch ein bisschen eine größere Druckplatte hätte, dann hätte der 5M Pro wirklich alles, um den Schwergewichten im Endkunden-Mittelpreissegment einzuheizen. Doch wenn ihr vor allen Dingen normal große Dinge druckt und euch Features wichtiger sind als Bauraum, dann ist der Flashforge Adventurer 5M Pro durchaus eine Überlegung wert. Ich werde ihn auf jeden Fall in unsere Druckerfarm integrieren, denn für mich hat der Adventurer sein erstes Abenteuer erfolgreich gemeistert. Und das heißt für euch, dass es später im Jahr ein Langzeit-Update geben wird, wie sich der Drucker langfristig schlägt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst!